Römerbrief, ja, der große Brief von Paulus, der große Lehrbrief im Neuen Testament eigentlich überhaupt, für Luther der wichtigste Brief wohl im Neuen Testament, weil der Paulus da sehr systematisch das Evangelium erklärt. Also der ist wie ein Uhrmacher, ja. Für mich ist das Alte Testament so wie Erde, wie frischer Boden, wenn es frisch geregnet hat. Ja, so ist für mich das Alte Testament. Und das Neue Testament, das ist glitzert für mich. Das ist wie Edelstahl, wie so ein Uhrwerk. Das ist so exakt aufgebaut, ja, und schöpft aus diesem Alten Testament. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann bräuchten wir eigentlich kein Neues Testament. Ja? Weil im Alten Testament alles drin ist, was das Neue Testament uns weitergibt. Eigentlich ist das Neue Testament die Erklärung des Alten Testaments. Und der Johannes sagt es ja auch im Johannesbrief, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das wir von Anfang an hatten. Ja? Denn das wahre Licht scheint jetzt. Das wahre Licht des Geistes, das scheint auf dieses alte Gebot und ist dieses alte Gebot wird für uns ein neues Gebot. Ja? Das heißt, das ganze Alte Testament wird plötzlich lebendig. Also die Juden wussten ja, dass Mose in der Wüste einen Stab aufgerichtet hat und da eine bronzene Schlange dran aufgerichtet hat, die in der Sonne geglänzt hat, weil feurige Schlangen das Volk gebissen haben. Ja? Und im Judentum konnte man vielleicht das irgendwie deuten, dass man sagen konnte, ja gut, wenn man jetzt also Gott ergeben ist und auf das schaut, was Gott getan hat, aber dann kam natürlich sofort die Frage aus dem Publikum, ja, aber auf eine Schlange schauen, ja? Das hat erst Sinn gemacht, als Christus auf Golgatha zur Sünde gemacht wurde, zur Schlange auf Golgatha, am Kreuz. In dem Moment bekommt dieses Bild Sinn. Das heißt, Golgatha war im Alten Testament schon vorhanden, aber als das wahre Licht drauf geschienen hat, da hat man es überhaupt erst verstanden. Und so, glaube ich, ist es mit dem ganzen Alten Testament. Und viele Juden kritisieren dann ja auch immer, was die Apostel geschrieben haben, dann im Neuen Testament und nehmen das sehr stark unter die Lupe, kennen das Neue Testament zum Teil sehr, sehr gut, aber sie unterschätzen das eigentlich. Ja? Sie suchen natürlich jede Menge Fehler oder auch Widersprüche dann im Neuen Testament. Und manchmal muss man sehr genau hinschauen, bis man dann sieht, wo die Fehler wirklich sind oder ob es Fehler sind. Und man merkt dann, dass es keine sind. Aber da wird halt sehr viel konstruiert. Für mich aber war der Gedanke auch interessant und auch wichtig, dass die Briefe ja zum Teil geschrieben worden sind in einer Zeit, als es noch Zungenrede gab. Ja? Ich bin ja kein Freund von dieser modernen angeblichen Zungenrede, ja, das moderne Zungenreden ist für mich keine biblische Zungenrede, ja, das moderne Zungenreden ist für mich Gebrabbel, ja, und so kann ich auch in Zungen reden, also das kann ich auch, das kann ich aber auch schon seit frühester Kindheit, ja, hatte ich noch gar keine Zähne im Mund, da konnte ich das schon, Entschuldigung, ich frotzel ein bisschen, ja, aber ich nehme mir das nicht übel, ja, aber das ist nicht klug, das ist nicht erwachsen, was man da tut, ja, also das also nichts für uns, ja. Ich bin da zu alt für. Ja, und ich mag das Wort Gottes gerne. Aber es gab ja, Zungenrede ist ja ein biblisches Phänomen, ja, damit die Urgemeinde überhaupt mit diesem Alten Testament was anfangen konnte. Ja. Was wir Christen glauben, ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also ich habe ganz viel Verständnis mit den Juden und auch mit den Muslimen, ja, dass Gott Mensch geworden ist, da fängt es ja schon an. Ja. Und vielleicht hört es auch damit auf. Ja. Das ist Alpha und Omega. Aber was Christen glauben, ist unglaublich. Und der Skandal des Kreuzes sowieso. Ja. Alle wollen einen starken Gott haben, einen großen Gott. Wir Germanen hatten ja auch große, starke Götter. Ja. Manchmal ein bisschen albern, aber waren sie stark. Ja. Das ist ja schon mal was. Aber so einen Gott aus dem Nahen Osten anzunehmen, der an einem Holzkreuz gestorben ist, jämmerlich, das ist doch kein Gott. Ja? Wir sind da schon so dran gewöhnt. Wir hatten in Aachen in der Gemeinde, in Aachen im Büro, ich habe ja lange Jahre in Aachen gelebt und habe da gearbeitet in einem Architekturbüro und dann kam eine Chinesin
Und die kam am Montagmorgen ins Büro und sagte, ich bin am Wochenende in Belgien gewesen. Oh, sag ich, schön in Belgien. Ja, sagt sie, aber da habe ich was gesehen. Da ist jemand festgenagelt worden an so einer Weggabelung. Wer ist denn das? Und da hast du natürlich ein Problem zu sagen, ja, das ist unser Gott. Ja, dann wird die sagen, ihr habt euren Gott an ein Lattenkreuz genagelt. Entweder ist euer Gott kein Gott oder ihr seid keine Menschen. Ja? So ein Skandal ist das, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Wir sind es schon so gewohnt, aber das Gespräch mit ihr hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, sehr bewegt. Okay, wir steigen einmal in den Römerbrief einfach, ja. Viel Text, tun wir uns heute Morgen einfach an. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat, Altes Testament, durch seine Propheten, in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, also von Jesus, ist im Alten Testament geschrieben, in den Schriften der Propheten. Die haben schon von seinem Sohn geschrieben, ja? Von seinem Sohn, der geboren ist, von dem Samen Davids, da kommt er her, ja? Nach dem Fleisch. Und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes, nach dem Geist. Fleisch, Geist, David, Gott, Christus, ja? Nach dem Geist, der da heiligt, seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. Das ist mal ein würdiger Auftakt, ja, für so einen Brief. Ja, er stellt sich kurz vor, er sagt, ist ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, die frohe Botschaft, die hat er schon verheißen im Alten Testament von seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Darum geht's. Spurgeon konnte das beim Predigen. Der hat, die ersten 3-4 Sätze waren wie Nägel. Die wurden in die Wand geschlagen, da hat er die ganze Predigt dran aufgehängt. Ja? So macht der Paulus das hier auch. Christus, ja, durch welchen wir haben empfangen, Gnade und Apostelamt unter allen Heiden, den Gehorsam des Gesetzes aufzurichten unter seinem Namen. Nee, ne? Hier wird ein ganz komischer Gehorsam aufgerichtet. Gehorsam des Glaubens. Ein Glaubensgehorsam. Wir sollen nicht mehr das Gesetz halten. Ja? Wir sollen Christus darstellen. Vielleicht in Schwachheit, ja? Und durchs Fleisch auch oftmals eingeschränkt und manchmal vielleicht auch mühsam. Aber die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist nicht das Gesetz zu halten, sondern die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist, Christus darzustellen, einer irrsinnigen und sterbenden Welt. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und das kann niemand anders, das kann nur die Gemeinde Jesu, weil nur die Gottes Geist hat. Ja? Aber auch in der Christenheit gibt es Leute, die euch wieder unter das Gesetz zwängen wollen, dass ihr das Gesetz halten sollt. Und manchmal haben die Christen sich im Neuen Testament ein eigenes Gesetz aufgemacht. Neue, neutestamentliche Gesetze. Ja? Wir haben jetzt leider keinen Mose mehr, aber jetzt ist Jesus gekommen und Paulus, die haben uns jetzt Gesetze gegeben. Luther-Talmud. Bitte? Luther-Talmud. Ja? Ja? Also man darf nur die Elberfelder Bibel lesen, die Frauen ziehen alle Kopftücher an, die Brüder dürfen keinen Dreitagebart haben, ja? Alles mögliche an Vorschriften. Ja? Manches mag gut sein, aber in Summe geht es da nicht mehr drum. In Summe geht es eigentlich darum, dass wir liebenswerte Menschen sind, weil wir Christus darstellen, weil Christus liebenswert war. Christus war ein liebenswerter Mann und ein König, ja? Und ein Held. Also das ist das eigentlich, was die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist. Und deswegen steht im Neuen Testament auch nie davon, dass wir das Gesetz halten sollen. Sondern im Neuen Testament steht, dass wir Frucht bringen sollen. Ja? Warum sollen wir denn Frucht bringen? Weil wir lebendig geworden sind durch Gottes Geist. Ja, das sehen wir auch gleich nochmal im Text. Aber ihr habt immer wieder Kreise, ob das aus dem Judentum kommt, aus dem Evangelikalismus, aus dem Katholizismus. Überall fangen irgendwann die Leute an und werden irdisch gesinnt und haben irdische Vorschriften. Du musst fasten, du musst wallfahren, du musst spenden, du musst dies, du musst jenes, weil wenn du das tust, dann wirst du etwas. Dann wirst du gerecht vor Gott und dann kommst du in den Himmel. Aber du musst was tun dafür. Das ist irdisch, ja? Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, du musst etwas sein.
Ja, die Gesetzesleute sagen, du musst etwas tun, um etwas zu werden. Die Bibel sagt, du musst etwas sein. Du musst von neuem geboren werden, Nikodemus. Das musst du. Ja? Und wenn du etwas bist, dann tust du auch etwas. Warum? Weil du das bist. Nicht, weil du das gezwungen tun müsstest, aus dir raus, was dir nicht eigen ist. Sondern wenn du von neuem geboren bist, dann folgen da auch Taten raus. Natürlich, warum denn auch nicht? Ja? Heute Morgen hat eine Schwester gebetet, es könnte so einfach sein, wir machen es so kompliziert. Darum geht's. Ja? Und die Gemeinde Jesu, die soll Christus darstellen und die soll etwas sein. Und weil sie etwas ist, tut sie auch etwas. Sie ist nicht tatenlos. Ja? Aber sie tut die Taten nicht, um etwas zu werden, was sie noch nicht wäre. Die Juden im Alten Testament, die mussten das Gesetz tun. Und wer das Gesetz tut, der soll leben. Ja? Im Neuen Testament tun wir nicht, wir schauen nur noch. Es gibt nichts Passiveres als zu glauben. Der Glaube ist passiv, weil der Glaube glaubt und hofft etwas und hält etwas für wahr, was außerhalb von ihm ist. Ja? Der Glaube ist das Gegenteil von aktiv zu sein. Der Jude, der gebissen wurde von der Schlange, der sollte nur auf die eherne Schlange schauen. Das war alles. Wenn man von der Schlange gebissen wird, dann muss man das Gliedmaß sofort abbinden. Und dann muss man sofort ins nächste Krankenhaus. Oder man muss die Wunde kreuzweise aufschneiden und dann aussaugen. Und dann hofft man, dass man dann irgendwie überlebt. Wenn jemand von der Schlange gebissen wird, es gibt totale Hektik. Aber Gott sagt, wenn ihr von den Schlangen gebissen seid, dann schaut auf diese eherne Schlange, die aufgerichtet ist. Das ist ein Bild für den Glauben im Neuen Testament. Und das entlastet uns von einem Gesetz, unter dem wir ächzen und seufzen und nie glücklich werden darunter, unter diesem Gesetz. Nie, weil wir nie wissen, ob wir ankommen. Es reicht ja auch nie. Ja? Euer Beten ist nicht genug. Euer Fasten ist nicht genug. Unser Predigen ist nicht genug. Unser Wissen reicht nicht. Unsere Taufe reicht nicht, die Konfirmation reicht nicht und so. Es reicht alles nicht, wenn man alles auf den Prüfstand legt, es reicht alles nicht. Und wisst ihr was? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil dafür ist Jesus gekommen. Ja? Weil wir es nicht konnten. Und was tun wir? Wir schauen auf ihn. Wir glauben. Ja? Und aus Gottes Gnade schenkt Gott seinen Geist und wir dürfen wiedergeboren sein. Wir sind etwas. Und daraus entsteht natürlicherweise Frucht. Und wenn man das anfängt zu begreifen, das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen, sagt Paulus. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich selber auch unter ein Gesetz gestellt. Ja? Und zwar heftig. Kann ich euch beim Kaffee mal erzählen. Ich war ein strenger Christ, aber ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen dabei. Ja? Und man wird auch ein herzloser Mensch. Ja? Bis man sich zum zweiten Mal bekehren muss und sagen muss, einmal habe ich mich zu mir selber bekehrt und dann zu Jesus. Ja? Und dann finde ich das Evangelium. Und dann weiß ich das Evangelium nicht. Ich trinke das. Ja, das ist kein Wissen. Ich trinke das. Das ist nichts, was ich für den Kopf bräuchte, sondern es ist für mein Herz. Ja? Und dann wird das Evangelium so ganz einfach. Das wird ganz leicht. Jesus sagte auch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist nicht schwer. Ja? Meine Last ist gar keine Last. Was machen denn die Christen? Was mache ich denn mit mir? Ja? Wo gehe ich denn hin? Was wird denn aus mir? Ja? Als ich gläubig geworden bin, da gab es Riesenstreiterei in der Gemeinde und da wurden Briefe geschrieben, Vor- und Nachname wurde abgekürzt. Ja? Bruder M.S. aus so und so hat gesagt, das Bruder, ja, und Aktenordner voll. Ich habe dann einem Freund von mir gesagt, wir haben vorher in allen Sünden gelebt, bevor wir Christen wurden. Und da habe ich gesagt, sind wir Christen geworden oder Juristen? Ja, ich habe die Aktenordner auch geschickt bekommen. Ich habe die sofort in den Mülleimer geworfen. Ich habe gesagt, ich interessiere mich da überhaupt nicht für, was die da an Streitereien haben. Das geht mich auch gar nichts an. Ja? Ich war in Aachen da in der Gemeinde und sage, ich habe mein Studium und ich habe meine Gemeindearbeit hier. Und wenn ihr streiten wollt da im Siegerland, dann macht es doch, aber macht es ohne mich. Ja, ich sollte dann auch ausgeschlossen werden. Sag, ich könnte auch machen in meiner Abwesenheit, muss ich nicht extra kommen, braucht auch keiner hierher zu kommen. Für so Kindereien haben wir keine Zeit. Wir stehen im Kampf, nicht im Krampf. Ja, wir machen uns nicht gegenseitig auch noch das Leben schwer. Ja? Also so Sachen habe ich auch erlebt, ja, ausreichend. Und wisst ihr was, ich mag das nicht mehr. Ich habe ja keine Lust mehr drauf. Wir haben auch gar keine Zeit mehr dafür. Ja? Wieso sollen wir uns mit so Sachen aufhalten?
Sind ganz andere Dinge sind eigentlich wichtig. Aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Wir sollen nicht das Gesetz tun. Wir sollen etwas sein. Wir sollen nicht das Gesetz tun. Wir sollen Christus darstellen. Ja? Wir sollen nicht etwas wissen. Wir sollen das Evangelium essen. Und wenn wir etwas sind, dann wächst ganz natürlicherweise aus uns auch ein Leben raus, eine Lebensführung. Auch vielleicht auch gute Angewohnheiten. Vielleicht gewöhnt man sich schlechte Angewohnheiten ab und neue Angewohnheiten an. Aber es zieht uns ja auch irgendwie weg von diesen zweifelhaften Vergnügungen der Welt. Es ist ja nicht so, als ob wir was vermissen würden. Ja? Und das schreibt der Paulus hier, dass er sagt, er ist da, um unter allen Heiden, also Petrus war ja unter die Juden geschickt, er unter alle Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, unter seinem Namen. Also ein ganz erstaunlicher Gehorsam. Und Paulus wäre doch der Erste gewesen als Pharisäer, der gesagt hätte, ihr müsst das Gesetz halten, ich halte das Gesetz doch auch. Ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin am achten Tag getauft, ja, ich habe beim Gamaliel studiert, ich kenne das Gesetz in- und auswendig. Und jetzt habe ich den Auftrag, nach Rom zu gehen und euch auch das Gesetz zu bringen. Macht er nicht. Warum? Weil er gescheitert ist am Gesetz. Ja? Okay, also er sagt, ich bin gekommen, wir haben empfangen, Gnade und Apostelamt unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinen Namen, unter welchen ihr auch seid, die da berufen sind von Christo Jesu. Allen, die zu Rom sind, den Liebsten Gottes, ist das nicht schön? Ja? Gottes Lieblinge in Rom. Das schreibt ein Harzknauben. Ich mag den, ich habe den öfter schon mal verwendet, den Begriff. Das gibt es nur im Schwäbischen, aber das kann man auch nicht auf Siegerländerblatt übersetzen, aber das ist so, wie es sich anhört. Grippe besser, kennt ihr das vielleicht? Das gibt es im Westerwald, Pferde, die in die Grippe beißen, weil sie böse sind. Ja? So was war der Paulus. Ja? Und das schreibt er ja von sich auch. Ja? Dass wir verhasst waren und haben uns untereinander gehasst. Aber als die Menschenliebe Gottes gekommen ist in Christus, da konnten wir nicht mehr anders. Und dieser Harzknauben, Paulus, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, der schreibt hier an die Römer und sagt, ihr seid Gottes Lieblinge, die Liebsten Gottes und den berufenen Heiligen. Ich wünsche euch Gnade, sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also herrlich, ja? Und nichts mehr mit Gesetz, sondern mit Frucht, mit Glaube. Was ganz anderes, ja? Auf Erste sagt er, danke ich meinem Gott durch Jesum Christum, euer Allerhalben, dass man von eurem Glauben in aller Welt sagt. Das ist passive Mission, oder? Das ist nicht so, dass die das Evangelium weiterbringen, sondern die haben so ein gutes Zeugnis gehabt, dass überall erzählt wird, habt ihr eigentlich von den Römern gehört? Die sind zum Glauben gekommen. Und da gab es ja auch, wie der Jan gesagt hat eben, ja, mit Nero und den Kaisern gab es Stress, die Juden sind auch mal ausgewiesen worden, weil in Rom gab es eine große Unruhe. Im Jahr Ende der 30er Jahre wegen eines gewissen Jesus, weil die Juden in Rom totale Revolte gemacht haben, weil natürlich in den Synagogen in Rom auch das Evangelium Jesu gepredigt worden ist. Und dann haben die den Aufstand da geprobt. Das war so schlimm, dass die alle ausgewiesen worden sind aus dem Römischen Reich. Weil das Römische Reich hat gesagt, ihr gefährdet den Landfrieden hier. In der Stadt. So heftig war der Aufstand des Judentums gegen das Evangelium Jesu. Ja? Und die Apostelgeschichte berichtet auch davon. Ja? Also Paulus sagt davon, dass man von dem Glauben der Römer in aller Welt, ja, das ist bekannt geworden, dass die Römer alle Christen geworden sind. Das war stark, das Evangelium dort. Naja, es ist verkommen. Ja? Naja, wird es zum Papsttum. Was daraus geworden ist, wissen wir. Ja? Es geht den Weg alles Irdischen. Ja? War interessant, damals gab es kein Handy, ne? Ja, da staune ich immer drüber. Also wenn wir hier durch Germanien fahren, in jedem kleinen Ort gibt es eine Kirche, oder? Egal, in jedem Örtlein, wo ihr hingeht, ob es das katholisch oder evangelisch ist. Und das Evangelium ohne Handy, ohne Mail, ohne YouTube, ja, ist das über in die ganze Welt gegangen. Das hat die Welt durchtränkt. Das ist unglaublich. Ja, das ist richtig. Also meistens steht da im Griechischen Ökumene, die bewohnte Erde. Also es heißt auf Griechisch die bewohnte Erde. Und ich meine, Paulus hat gedacht, dass Spanien das Ende der Welt ist. Nicht Amerika. Okay. Also die hatten schon ein anderes Weltbild, ja. Also Paulus wollte ja gerne nach Spanien. Die Christen heute wollen auch alle nach Spanien im Sommer. Aber nur im Urlaub, ja. Paulus wollte halt nach Spanien, weil er gesagt hat, Spanien ist für ihn das Ende der Welt. Und er sagt natürlich schon, das Evangelium ist in alle Welt gegangen. Und die kannten sicher auch Ägypten, die kannten auch Libyen, die kannten Nordafrika. Wie weit die nach Südafrika vorgedrungen sind, weiß ich nicht. Aber Indien war für die auch bekannt. Jetzt mal in die andere Richtung, ja. Und sicher auch nach Norden. Also
Die Skythen, das war auch ein Volksstamm, der am Schwarzen Meer oben rüber ging bis zur Elbe. Ich sage immer, die Germanen, die Deutschen sind auch in der Bibel. Also das kann man so unter Skythen zusammenfassen. Also bis zur Elbe hoch ging das da. Ne? Und das war ihnen schon bekannt. Und ich denke, dass denen auch Europa bekannt war. Und dann Richtung Spanien, da hört es dann aber auf. Danach kommt ja kommt Amerika. Und das für Paulus war Spanien auch an der Seite das Ende der Welt. Europa ist ja auch Jaffet. Ja. Paulus macht ja was ganz Seltsames. Der geht ja praktisch von Sem, von Asien, von Vorderasien weg und bringt das Evangelium nach Europa. Ja? Und in Europa wohnte ja Jaffet, Jaffetiten. Sem, Ham, Jaffet, die drei Söhne Noahs. Ja? Und Jaffet war praktisch ganz grob Europa. Und Sem ist der vordere Orient. Auch Iran, Irak ist Sem, Semiten. Ja? Und Ham war Nordafrika. Und das Evangelium ist eigentlich durch den Paulus vom vorderen Orient nach Europa gebracht worden, ja, von Sem zu Jaffet. Das Erstaunliche ist, dass das schon im ersten Buch Mose schon steht, 8, 9, 10 bei Noah, ja, der Segen an die Söhne, ne? Dass er sagt, Jaffet soll wohnen in den Zelten des Sem. Und wo ist Sem? Ja, Sem ist aus dem Zelt rausgeschmissen worden. Ja, wo ist Sem? Der ist weg, der ist beiseite gesetzt. Römerbrief. Und Jaffet? Naja, Jaffet wohnt jetzt dort, wo Sem vorher gewohnt hat. Wo denn? Am Herzen Gottes. Das heißt, Israel ist beiseite getan und das Evangelium geht nach Rom. Geht zu Jaffet. Ja, das ist ganz spannend. Das steht schon im ersten Buch Mose, in der Frühgeschichte der Menschheit, direkt nach der Flut. Hat Noah diese Verheißung an seine Söhne und sagt, Sem wird beiseite gesetzt, Gott breite Jaffet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sem oder in den Zelten Sems. Und es ist passiert, als der Paulus nach Europa gekommen ist und der ist ja durch Asien durchgezogen, ja, und dann wollten sie durch Bithynien ziehen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Und dann wollten sie durch Asien ziehen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Und dann sind die immer weiter Richtung Westen gezogen. Die wollten eigentlich über Bithynien hoch ans Schwarze Meer und am Schwarzen Meer vorbei wieder zurück runter dorthin, wo sie ihre Reise begonnen haben, ja, in Antiochien. Und dann ging die nördliche Route nicht. Der Geist hat es ihnen gewährt. Wie, weiß niemand. Aber es steht so halt in der Apostelgeschichte. Ja. Und dann versuchen sie, die südliche Route zu gehen, versuchen nach Süden durch die Provinz Asia zu gehen und an der Südküste der Türkei wieder zurück nach Antiochien. Weil die wollten nicht nach Europa. Es war nicht in deren Vorstellung. Und der Geist lässt es ihnen nicht zu. Und dann kommen sie nach Troas und dort hat der Paulus einen Traum, dass ein Mazedonier auf der anderen Seite steht und sagt, komm herüber und hilf uns. Komm nach Jaffet. Und der Paulus sagt, das gibt's doch gar nicht, das ist ein anderer Erdteil. Ja? Wir hier in Europa sagen ja, wir sind das Zentrum der Welt. Nein, 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 nein. In deren Perspektive war Jerusalem das Zentrum der Welt. Ja? Und wir sind hier am Anus Mundi, sagt der Lateiner. Wisst ihr, was das heißt? Muss ich das übersetzen? Nee, ne? Ja? Hört sich aber gut an, ne? Ja? Ja? Wer es nicht weiß, der kann nachher zu mir kommen, was das heißt. Ja? Und der Paulus hat halt das Evangelium und aus der Perspektive muss man vielleicht sagen, der Glaube in aller Welt, ja? Weil der Paulus sagt, ich bin hier in einen anderen Erdteil gekommen. Das würde aber bedeuten, dass die Reiseroute von Paulus durch Kleinasien, durch die heutige Türkei, in 1. Mose 6, 7 schon festgelegt worden ist, weil da steht ja schon, dass der Jaffet in den Zelten Sems wohnen sollte und der Paulus das Evangelium dann rübergebracht hat nach Europa. Und das ist für mich etwas, was Großes. Das kann kein Mensch schreiben, oder? Das geht nicht. Die Juden haben diese 1. Mose-Rolle, diese Tora-Rolle tragen die seit Jahrtausenden mit sich rum und da steht drin, wie der Paulus in der Apostelgeschichte seine Reiseroute wählt. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt leider keine Karten mit, sonst hätte ich das mitgebracht. Das kann sein, ja. Das kann sein. Also zumindest ist Paulus nachher einig gegangen mit dem Gedanken und hat verstanden, das geht nach Jaffet, weil er sagt, wenn ich nach Griechenland soll, dann gehe ich auch nach Rom. Und wenn ich nach Rom gehe, gehe ich über Rom bis nach Spanien. Das heißt, Paulus war auf der Höhe der Zeit. Der hat Gottes Gedanken verstanden und hat dann irgendwann dem auch zugestimmt und hat gesagt, okay, wenn das eine offene Tür ist, dann gehe ich da auch durch, ja. Und so muss man das vielleicht verstehen, wenn Paulus sagt, in aller Welt, ja. Der sagt, der geht ja schon über Kontinente, geht das schon weiter, ja. Und der war ja eigentlich vollkommen außerhalb von seinem Kulturraum. Also man darf das ja nicht unterschätzen. Der Paulus
war ja praktisch ein Jude, ja, und im jüdischen Denken groß geworden. Und er hat gesagt, wir sind Gottes Volk. Wir haben das Vorrecht. Unser sind die Väter. Uns gehören die Verheißungen. Uns ist das Bündnis. Nicht den Goy, nicht den Unbeschnittenen. Das war seine Perspektive. Ja? Die sind halt wie ein Tropfen am Eimer. Aber wir sind die wirklichen Menschen, die Gott wollte, weil wir uns an sein Gesetz halten. Wir tun das, was Gott ja wollte in seinen alten Schriften. Deswegen haben wir das Vorrecht zu sein am Herzen Gottes. Und die Heiden leben halt in allerlei schmutzigen Dingen. Ja, das war seine Perspektive. Mit denen darf man nicht mal zusammen essen. Und aus so einem Menschen wird plötzlich jemand, der schreibt, ich schreibe ja an die Liebsten Gottes hier in Rom, Gott hat euch lieb und man sagt in aller Welt von eurem Glauben. Der ist vollkommen bekehrt, der Mann. Der ist vollkommen wie ausgewechselt, oder? Ganz anders. Also erstaunlich. Ich glaube, dass der Paulus hoher Priester hätte werden können. Paulus war ein Triple-A-Mann. Also ich glaube, der Paulus hatte das Zeug zum hohen Priester. Und er hat das alles aufgegeben fürs Evangelium, ist zum Wanderprediger geworden. Hat aber die Welt verändert. Ja? Hat er aber nicht gemacht, um die Welt zu verändern. Hat er gemacht, weil es seine Aufgabe war, steht ja hier. Durch Jesus Christus sind sie Apostel geworden. Ja? Durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt. Christus hat uns das gegeben. Ja, und die Aufgabe ist, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Und zwar sogar bei den Japhetiten. Weil es steht ja hier in 1. Mose. Also finde ich großartig. Ja. Ist für mich immer ein Glaubensbeweis. Ich sage, ich glaube nicht irgendwas. Die Bibel hat Struktur und Ordnung. Ja. Das gehört alles zusammen. Ja. Gott ist mein Zeuge, sagt er, wegen welchem ich diene in meinem Geiste am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke. Ich muss immer an euch denken, dann bete ich für euch und freue mich über euch. Ja? Wenn ich höre von euch und überall redet man von euch. Und Paulus war bis dahin ja noch nicht in Rom gewesen. Und er sagt, ich wollte immer mal gerne zu euch kommen, weil ich höre so viel Gutes von euch. Jetzt schreibe ich euch zumindest schon mal einen Brief. Ja? Aber überall redet man von euch. Und ich möchte gerne mal da zu euch kommen. Und er sagt, ich flehe alle Zeit in meinem Gebet, ob sie es einmal zutragen wollte, dass ich zu euch käme durch Gottes Willen, denn mich verlangt euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile, etwas geistlicher Gabe euch zu stärken. Weil der Mann war ja voll, der war ja voll von diesem Evangelium. Das war so voll, das ist ja übergeflossen. Ja? Das ist ja wie ein Dampfdruckkochtopf. Ja? Oder wie sagt man, wenn Milch überkocht. Ja? Der war so voll von diesem Evangelium, dass er gesagt hat, also, das wäre natürlich toll, ich glaube, in Rom wäre eine offene Tür, die könnten das verstehen, warum denen nicht das Evangelium bringen. Ja? Und deswegen sagt er, ich bete, dass es doch vielleicht durch Gottes Willen möglich wäre, mal zu euch zu kommen. Ich würde euch gerne treffen, ja? Um euch etwas mitzuteilen von der geistlichen Gabe, um euch zu stärken, um euch das zu zeigen, was im Gesetz steht, was im Evangelium steht. Was der Paulus, das habe ich eben, glaube ich, nicht ganz zu Ende gebracht, was der Paulus ja natürlich auch noch durch die Zungenrede damals hat auslegen und verstehen können. Ja? Die Sprachenrede, die Gott der Gemeinde, der Urgemeinde damals gegeben hat, war ja, dass die Urgemeinde das Alte Testament ausgelegt bekommen hat durch Gottes Geist. Ja? Da ist jemand aufgestanden in der Gemeinde und hat auf Lykaonisch gesagt, Christus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Amen, der Herr sei gepriesen. Dann setzt er sich hin. Jetzt hat er vielleicht nicht die Gabe des Auslegens. Jetzt sitzen da andere Brüder und sagen, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Christus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Tja, es gab noch keinen Hebräerbrief. Ja? Jetzt haben die überlegt. Melchisedek, hol mal da die erste Rolle. Ja? Also Rolle aus dem Schrank aufrollen, wo ist denn da Melchisedek? Ja, das muss da in dem Kapitel sein. Ja, genau, da bei Abraham. Lies das dann mal, Melchisedek. Ja, aber Christus und Melchisedek, die haben doch nichts miteinander zu tun, oder? Und dann fangen die und sagen, ja gut, also Melech Zadok, Melech ist der Herrscher, der König, Zadok ist heilig, der Priester, König, Priester. Ja, dann wäre Jesus ein König, Priester. Ja, ja, Priester auf jeden Fall, er ist unser hoher Priester und ein König. Ja, aber wo ist denn sein Tempel, wenn er ja, so waren die Bibelstunden. Und brachte Brot und Wein zu Abraham. Ja, genau. Also und Abraham wurde zinsbar. Ja, gab den Zehnten und ja, und dann ist diese Auslegung entstanden, Stück für Stück, die dann im Hebräerbrief für uns aufgeschrieben ist. Für uns ist es Marschgepäck. Ja, wenn ich euch frage, Christus ist ein Priester nach der Weise, kommt sofort Melchisedek, ja, weil wir kennen das. Aber das haben die mühsam erarbeitet. Dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, ja, aber wenn Christus ein Priester ist, wo ist denn sein Tempel? Der muss ja auch einen Tempel haben, ein Priester. Ja, vielleicht der Himmel. Ja, aber
Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn Gott in uns wohnt, ist sein Geist, ja, dann sind wir ja Gottes Haus. Und dann hat nach und nach haben die angefangen zu verstehen, was da überhaupt passiert ist auf Golgatha. Welche Tragweite. Was bedeutet das, wenn Gott opfert? Wenn Gott opfert, was ist jetzt passiert? Ja? Wenn Gott seinen Sohn opfert, müssen wir dann noch opfern? Sollen wir im Tempel noch weiter Lämmer schlachten, nachdem Gott seinen Sohn geopfert hat? Oder ist es nicht mehr nötig? Sollen wir uns noch beschneiden lassen? Oder sind wir beschnitten, weil wir mit Christus mitgestorben und mit auferstanden sind? Was hat das für eine Auswirkung aufs Priestertum? Wenn Christus gestorben ist für unsere Sünden, dann hat er ja eigentlich den Dienst des hohen Priesters an uns getan. Wenn Christus jetzt auferstanden ist, dann ist er ja ein auferstandener hoher Priester nach einer ewigen Priesterordnung, die mit Levi und Aaron gar nichts zu tun hat, weil Christus kommt doch aus dem Stamm Davids. Christus war ja kein Levit. Ja? Christus war nicht aus Levi, sondern aus David. Warum? Weil er ein Königpriester ist. Und dann haben die langsam angefangen zu überlegen, ja gut, aber wenn Christus ein Priester ist, ein hoher Priester, hat sich dann das Priestertum geändert? Ja. Ja, das kann nicht sein. Ich meine, das Priestertum Aarons und Levis, seit Jahrtausenden leben wir danach. Ja, das war eine richtige, die mussten richtig anfangen zu verstehen. Christus hat für uns sein Blut vergossen, hat das Blut an den Fuß des Altars gestrichen, ist in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes und lebt ewiglich, weil er ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist. Ein ewiges Priestertum, ohne Anfang, ohne Ende, kein Geschlechtsregister, Melchisedek. Ja? Überlegt mal, was die da rausgelesen haben. Das heißt also, dass das Priestertum Levis und Aarons beendet ist und auch nicht mehr kommt. Also brauchen wir keinen Tempel mehr. Wir sind der Tempel. Also brauchen wir nicht mehr zu opfern. Wir haben schon ein ewiges Opfer. Also brauchen wir keinen irdischen hohen Priester. Wir haben einen himmlischen hohen Priester. Wir brauchen auch keinen Tempel. Wir sind Tempel. Und das hat sich langsam, hat sich das entwickelt zum Neuen Testament. Ja? Und Paulus hat das alles gewusst, sage ich jetzt mal etwas unterkühlt. Ja? Der hat das gewusst, das hat ihn bewegt, das hat sein Herz froh und fröhlich gemacht, weg vom Gesetz. Das Gesetz gilt nicht mehr, wir dürfen in Christus sein, das ist ein ganz neuer Begriff, in Gott, in Christus zu sein, gibt es im Alten Testament nicht. Ja? Wiedergeburt gibt es im Alten Testament nicht. Wie soll ich denn jetzt leben? Wie soll ich glauben? Wie ist meine Hoffnung im Evangelium? Was ist denn mit Entrückung? Was ist denn mit Endzeit? Was ist mit Antichrist? Das war alles in Paulus seinem Kopf. Gesetz und Gnade, der ganze Römerbrief war in seinem Kopf. Und jetzt hört er von den Römern, dass man von deren Glauben in aller Welt sagt. Und da sagt er, also da würde ich auch mal gerne nach Rom. Ich glaube, das wäre gut aufgehoben dort und ich hätte euch gern was weitergegeben, um euch in eurem Glauben zu stärken. Ja? Dass ich samt euch getröstet würde, auferbaut würde durch euren und meinen Glauben, den wir untereinander oder den wir miteinander haben. Das ist immer was Schönes, ja? Dass man sagt, glaubst du das auch von dem gestorbenen, auferstandenen Christus? Ja. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich auch überall erzählt, dass ich Christ geworden bin. Und ich war in der Uni in Aachen und irgendwie kam einer der Assistenten rein und haben uns kurz unterhalten, weil irgend so ein Projekt. Und dann kam er auf dies und das und dann sage ich, ja, ich bin ja Christ. Und dann sagt er, du bist Christ? Sag ich, ja. Sagt er, ich bin auch Christ. Sag ich, du bist der Erste. Sagt er, was? Sag ich, du bist der Erste. Sagt er, wieso? Naja, sage ich, seit Monaten frage ich mich, wann kommt endlich mal einer, der sagt, ich bin auch Christ, ja, wenn ich sage, ich bin Christ. Und du bist jetzt der Erste, der das gesagt hat, ja, dass du auch Christ bist. Da freuen wir uns über den Glauben, den wir untereinander haben. Ja? Manchmal trifft man Leute, die glauben dasselbe. Ja? Ich war mal vor vielen Jahren, war ich mal in Frankfurt eingeladen von einem jüdischen Investor, orthodoxer jüdischer Investor in Frankfurt. Sehr reicher Mann. Und wir waren im Sheraton Hotel oben in der Präsidentensuite. Darf man überhaupt nicht erzählen, sowas, ja. Und wir waren dort mit einigen Leuten von der Deutschen Bank, war noch jemand mit, ja. Und heißt dieser Jude, orthodox, ja, also mit Locken und Zigarre. Ich meine Kippa. Raucht lange Zigarren, so lange Zigarren hat er immer aus London, ja, so helle, der mag die hellen gerne. Und habe ich in meinem Buch auch von geschrieben, also ist so richtig. Und der sitzt da am Tisch, hat 9 Handys vor sich liegen, alle sind online, mit der Börse verbunden, weltweit Kontakt. Ja.
Sein Bruder wohnt in New York, die chatten um die Welt, kann man sich nicht vorstellen. Dagegen sind wir altbackene Leute. Und er sitzt so am Tisch und sein Anwalt war da aus London und wir haben über dies und das gesprochen, seine Sekretärin war mit. Und irgendwann war der weg. Wir saßen am Tisch, wir waren mit 8, 9 Leuten dort, wir haben Projektbesprechung gehabt. Und der war, ich habe nicht gesehen, wie der ist einfach, hat er sich verdünnisiert, sagt man, glaube ich, dazu. Und jetzt sagt der Anwalt aus London, sagt, wo ist denn der Herr? Ich muss zurück nach London, mein Flieger geht. Und dann sagt sie, ja, der ist im Nachbarzimmer. Ja, was macht der denn da? Ja, der betet wohl. Ja, wie, sagt dann da von der Deutschen Bank einer, sagt er, so mit Riemen und so. Ja, sagt sie, ich bin da nicht bei. Ich habe das noch nie gesehen, aber er hat seinen Koffer und ich vermute, dass er im Nachbarzimmer ist und jetzt seine Gebetszeiten hält. Da fliegt doch jeden Schabbat, fliegt er nach Jerusalem, da an eine Klagemauer und dann fliegt er montags wieder zurück oder sonntags, ja. Und er war halt weg. Und dann sagt er von der Deutschen Bank, der Thomas, der sagt, ja gut, die Muslime beten ja dann nach Mekka und die Juden beten ja mit Gebetsriemen. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich doch nicht still sein. Ja? Dann sage ich, ja, vielleicht sollten wir Christen auch mehr beten. Wenn die schon beten, sollten wir Christen auch mehr beten. Dann sitzt der Anwalt da, guckt mich an und sagt, Herr Klein, da bin ich genau Ihrer Meinung. Sag ich, sind Sie meiner Meinung? Da bin ich Ihrer Meinung. Der Typ hat einen Stundenlohn, 1500 Pfund in der Stunde. Der labert nicht irgendwas daher. Das sind Leute, die richtig teuer sind. Ja? Was der sagt, meint er so. Und wenn der sagt, Herr Klein, das sehe ich wie Sie, dann heißt das, ich bin auch ein Christ. Ja? Im Sheraton, in der Präsidentensuite. Ja? Den Glauben, den wir untereinander haben. Ja? Christen sind überall. Überall. Ich war vor vielen Jahren in Rumänien, das muss ich doch erzählen, ich komme ein bisschen ins Plaudern, aber wir haben in Rumänien einen Freund und Bruder, den Johann Meister. Und den besuchen wir immer schon mal. Meine Frau war da schon früher vor der Grenzöffnung, haben die da Bibeln geschmuggelt in den Osten mit so präparierten Wohnwagen. Und den haben wir immer noch Kontakt zu. Und dann sind wir mal bei ihm gewesen vor vielen Jahren und der Johann sagt, oh, ich muss leider weg. Ein Fahrer ist ausgefallen, weil der LKW ist auch repariert dort in Rumänien. Und ich muss nach Bukarest und muss da eine Ladung abgeben. Hier von kennt ihr vielleicht die Firma, die ist doch nicht weit von hier. Ja? Und die hat eine Niederlassung in Bratislava, in Bukarest. Und ich sage zum Johann, komm, ich fahre mit dir. Ich war schon lange mit dem Auto gefahren, bin dann nochmal mit dem LKW nach Bukarest. Das war eine echte lange Reise. Und wir kommen in Bukarest an und sind zu spät. Und der Gabelstaplerfahrer sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr abladen, weil es ist schon alles zu. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir den LKW stehen und fahren zurück nach Hause. Ja, wie wollt ihr denn nach Hause kommen? Sag ich, mit dem Taxi? Ein Taxi zurück, das kostet 150 Euro. Das sind 3 Monatslöhne waren es damals, ja. Ja, sag ich, ist doch egal, der Johann ist mein Freund. Und dann sagt er, ja, das geht aber nicht, ihr könnt den LKW hier nicht stehen lassen. Ja, sag ich, wenn ihr uns ja nicht abladen lasst, dann ist das so. Ja, ich frage. Also hat er uns dann hochgeholt zu dem Chef. Dann haben wir da an der Tür geklingelt, der Chef kommt raus und dem haben die Halsschlagadern hier vorgestanden und an der Stirn, also die Augen waren so 3,5 Zentimeter vor den Augen. Was wollt ihr von mir? Weißt du, ich bin in Besprechung hier mit dem Europachef, was wollt ihr? Und dann sieht der Johann sagt, naja, mein deutscher Freund und ich, wir wollen abladen. Wie aus Deutschland, da war er schon mal ein bisschen erstaunt. Hin und her, ja gut, dann ladet halt ab. So, wir laden ab, 5 Minuten später kommt er runter. Da muss ich mir mal angucken, ein Deutscher mit einem Rumänen. Was machen Sie denn hier, wer sind Sie denn? Dann habe ich in der Zeit noch bei der Bank gearbeitet, habe ihm meine Visitenkarte gegeben, da stand auch alles Mögliche drauf. Ich sagte, ja, was haben Sie denn jetzt hier mit dem hier zu tun? Ja, sag ich, wissen Sie, wir gehören zu einer weltumspannenden Organisation. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, wer der gedacht hat. Wir konnten abladen, sind nach Hause gefahren. Wir haben schallend gelacht im Führerhaus, ja? Schallend. Wir gehören zu einer weltumspannenden Organisation. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Und wir konnten abladen, ja, wunderbar, mehr wollten wir ja nicht, ja, und wir freuen uns, und wir haben auf nach Hause Fahrt, wir haben so laut gelacht, ich wollte ihm immer gerne noch ein Geschenk schicken, weil der wusste überhaupt nicht, was einzuordnen, irgendwo, ja, und das geht nur in Jesus geht sowas, wir hätten es ja sonst nie kennengelernt, ja, also das ist das, was der Paulus meint hier, dass ich getröstet würde, ja, und diesen Glaubenstrotz auch einfach, dass man den haben kann, ja. Also wir müssen uns nicht schämen, Kaiser und Könige waren Christen. Ja, wir sind in bester Gesellschaft. Wir sind, Entschuldigung, wenn ich das darf man auch mal sagen, wir sind ein ganz elitäres Klüppchen. Nicht nur wir hier, alle, die an Jesus glauben, die haben etwas, was die Welt nicht kaufen kann, oder? Wir sind ein ganz elitäres Klüppchen.
Und wir sollen uns bescheiden und wir sollen uns auch manchmal auch auf die eine und dann auch auf die andere Wange schlagen lassen. Aber manchmal dürfen wir auch sagen, hier ist jetzt Schluss. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, das dürfen wir auch. Das dürfen wir auch. Die Frage ist, wie man das unterscheidet. Wann ist was richtig? Ja? Da muss man halt gucken. Ja? Und Paulus schreibt dann, ich will euch aber nicht vorenthalten, nicht verhalten, liebe Brüder, dass ich mir oft habe vorgesetzt, zu euch zu kommen. Ich bin aber verhindert bisher, dass ich auch unter euch, was, Gesetz machen wollte? Nee, sagt er, Frucht schaffte, gleich wie unter anderen Heiden. Ja, gleich wie unter anderen. Er will Frucht schaffen, er will ihnen nicht das Gesetz bringen. Frucht kann ja nur jemand bringen, der lebt, oder? Ein Stein bringt ja keine Frucht. Beton bringt keine Frucht. Holz bringt Frucht, ja, wenn es denn mit Wurzeln im Boden ist. Ja, also alles, was lebt, kann Frucht bringen. Wenn wir durch Gottes Geist lebendig geworden sind, dann bringen wir Frucht. Wir halten nicht das Gesetz. Ja, wenn wir Frucht bringen in Christus, halten wir das Gesetz nebenbei. Ja, wenn wir Christus darstellen, werden wir dann lügen? Nein. Werden wir dann stehlen? Nein. Werden wir falsches Zeugnis reden? Nein. Jetzt haben wir schon drei der Gebote gehalten, oder? Nur weil wir in Christus sind. Merkt ihr das? Das geht von selber. Das geht ganz, weil das Gesetz geistlich ist, sagt Paulus im Römerbrief. Was ist denn das Gesetz überhaupt? Das Gesetz ist doch Gottes Wille in Buchstaben, oder? Gottes Wille und Wesen in Buchstaben gegossen, das ist das Gesetz. Wenn jetzt also das Gesetz Gottes Wesen und Willen widerspiegelt, was ist denn die vornehmlichste Eigenschaft Gottes? Liebe. Also kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein. Wer liebt, erfüllt den Willen Gottes. Wer liebt, tut das Gesetz. Ja? Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, schreibt Paulus im Neuen Testament. Nicht der Stress, nicht die Anstrengung, nicht die Entsagung, nicht die Kasteiung, nicht die Mühe, nicht die Selbstverwerfung, sondern die Liebe. Wen denn? Naja, Gott lieb zu haben und den Menschen lieb zu haben. Liebenswerte Leute zu sein, Frucht zu bringen, Christus darzustellen. Das ist das. Und da fällt der ganze andere fromme Raddel, das fällt alles ab. Das fällt alles ab und es muss abfallen von uns, weil wir werden sonst nie fröhliche Leute. Das funktioniert ja nicht, ja? Und die Frucht des Geistes ist ja Liebe, das Erste, Freude. Wo ist denn die Freude bei den Christen? Friede, ja? Also Liebe, Freude, Friede. Und dann kommt auch Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit, ja? Aber die drei, da merkt man doch, das ist doch eine ganz bestimmte, das ist eigentlich so einfach, ja? Wir machen es so kompliziert, weil wir manchmal so in uns selber so verstrickt auch sind und dann traut man sich selber nicht so richtig über den Weg oder manche haben ein übersteigertes Selbstbewusstsein, manche sind aber ganz verzagt mit sich, ja, und da so eine Balance zu bekommen, dafür ist die Bibel gut, dafür ist Gottes Wort gut, ja, das kriegen wir zugerufen. Wir kriegen in der Bibel etwas zugerufen, was wir natürlicherweise nicht fühlen, was wir nicht wissen, was wir uns im Traum nicht vorstellen können, dass wir vor Gott gerecht sein sollen. Das ruft die Bibel uns zu. Das fühlen wir nicht. Ja? Wir fühlen uns mal gut, mal fühlen wir uns schlecht, mal mittel. Ja? So, die Sonne scheint jetzt auch. Halt über den Wolken. Ja? Und bei uns ist auch manchmal, wir sind wetterwendig. Ja? Mal scheint bei uns die Sonne, mal sind die Wolken da, mal ist gutes Wetter, mal schlecht. Das ist der Mensch. So sind wir. Das ist unsere Seele. Die ist aufgewühlt, die ist unruhig, die wird ja auch systematisch beunruhigt im Moment. Ja? Und in dieses eigene Dilemma rein ruft Gott sein Wort zu uns, was unglaublich ist. Gott hat euch lieb. Ja? Gott liebt dich mal so, wie du bist, ohne dass du dich jetzt groß veränderst. Ja? Und Gott wusste vorher, wer du bist. Ich lerne ja selber langsam erst mich kennen. Gott wusste vorher, wer wir sind. Ich habe schon gebetet, Herr Jesus, du hast den Glauben angefangen in mir, nicht ich. Du, das ist dein Ding. Ja? Ich habe da nichts, ich freue mich, dass ich glauben darf, aber du musst das zu Ende bringen. Das schreibt der Paulus auch, ja? Der das gute Werk angefangen hat in dir, der wird es auch vollenden, der bringt es auch zum guten Ende. Das dürfen wir beten. Das kann ein Moslem nicht beten. Und ich denke, auch wenn man sieht, welche Unmöglichkeiten man so an sich hat und Gott hat uns trotzdem lieb, dann kann man von dem Gegenüber, von dem Nächsten auch sagen, oh, der hat auch ein paar Unmöglichkeiten an sich, aber den hat Gott auch lieb.
Ja? Das heißt, meine Liebe zum Nächsten, die hängt von meiner Beziehung zu Gott ab. Ja? Und ich sage, oh, jetzt hat er gerade einen Bock geschossen, aber so einen Bock habe ich auch schon geschossen. Ja? Und ich weiß jetzt genau, wie der sich fühlt. Ja? Also man tritt nicht nach, ja? Wie das die Welt gerne tut. Und das heißt, das Verhältnis, wie ich mein Verhältnis zu Gott habe, so kann ich auch mein Gegenüber lieb haben. Und die Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Das ist ja was ganz, ganz Neues. Das ist was ganz anderes, als jahrtausende lang gepredigt wurde. Und für diese Aussagen, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, haben die 40 weniger 1 gekriegt. Sind die gesteinigt worden? Sind die enteignet worden? Sind die aus Haus und Hof gekommen? Für so eine Aussage. Ja? Damit wir heute in Holzhausen das nach 2000 Jahren noch lesen können und uns freuen dürfen darüber. Ja? Okay. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft. Das ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Ja? Warum die Griechen? Weil die ganze Welt griechisch war. So wie heute die ganze Welt amerikanisch ist, ein schwaches Beispiel, ja? So war die ganze Welt dort griechisch. Und Paulus unterscheidet Juden und Nichtjuden oder Juden und Griechen. Weil nach Alexander dem Großen haben alle griechisch gesprochen. Ja? Selbst die Bibel haben sie übersetzt ins Griechische, Septuaginta. Ja? 70 Juden übersetzen die Bibel für den ägyptischen König Ptolemäus im 2. Jahrhundert vor Christus ins Griechische. Griechisch war die Verkehrssprache damals. Deswegen haben wir unsere Bibel in Griechisch, ja? Das Neue Testament. Nicht in Latein, weil alle sind ja mit der Rom-Theorie unterwegs. Ich sage, nee, hier Griechenland ist das, worum es geht, ja? Das griechische Neue Testament. Und Paulus sagt halt, unterscheidet die Welt halt in Juden und in Griechen. Ja? Zumal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, im Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Es geht um die Glaubensgerechtigkeit, die Paulus aufrichten will. Es geht um den Glauben an das, was Gott getan hat. Frage, was ist ein Jude? Ein Jude ist jemand, der an Gott glaubt. Ja? Jemand, der glaubt, was Gott tut. Wenn Gott aber seinen Sohn geopfert hat, und das ist Fakt, müssten alle Juden Christen sein, oder? Natürlich. Wenn sie das nicht glauben, sind sie nicht mal mehr Juden. Entschuldigung, ja? Das ist, darf man heute alles überhaupt nicht sagen, was ich hier sage, aber ihr versteht so halbwegs, worum es geht. Ja? Das Jüdischsein ist eine Kultur. Das Jüdischsein ist vielleicht auch eine Philosophie, aber vor Gott gibt es keine Juden mehr. Vor Gott gibt es nur noch in Christus oder nicht in Christus. Es geht um den Glauben an Jesus Christus und aus diesem Glauben an Christus kommt alles andere, soll ich sagen, automatisch. Ja, das ist manchmal ein Kampf, manchmal ist es ein Krampf, aber man kommt langsam, wenn man, wie soll ich das denn, wenn man mit dem Auto 180 Grad Wende macht, ja, dann schleudert das ja auch, bis man die neue Richtung aufgenommen hat, ja, und dann irgendwann nimmt man Fahrt auf. Und so ist im Glauben auch. Man bekehrt sich 180 Grad, da quietschen noch die Reifen, man hinterlässt auch ein paar Spuren, ja, und dann irgendwann pendelt sich das aber ein und man nimmt Fahrt auf. Und so ist es im Glauben auch. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt, es geht um den Glauben in Christus und daraus erwächst alles andere automatisch. Der Geist unterweist uns, wer wir sind. Und je besser wir das Wort Gottes verstehen, das ist unsere Labsal. Damit ernähren wir den inneren Menschen. Und damit werden wir frei vom Gesetz und finden in den Glauben Christi hinein. Ja? Und durch den Glauben geht's. Wir sind Kinder Abrahams. Damit hören wir auf. Wir sind Glaubenskinder Abrahams. Ja? Abraham hat geglaubt und das hat Gott ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was hat Abraham geglaubt? Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Ja? Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak nach der Opferung wieder zum Leben erwecken würde. Ja? Steht das in der Bibel? In so einem Halbsätzlein. Das hat der Paulus wahrscheinlich in der Wüste irgendwo mal gelesen. Und ich glaube, da hat die ganze Wüste sein Halleluja gehört. Ja? Der Abraham sagt zu den Knechten, als sie an den Berg Moria ankommen, wir beide gehen jetzt da hinüber zu dem Berg und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück. Ja, wer wir? Na, Abraham und Isaak. Ja gut, aber Abraham sollte Isaak doch opfern auf dem Berg. Ja? Aber Abraham wusste, auf Isaak liegt die Verheißung
Und wenn Gott die Verheißung auf Isaak gelegt hat, dann muss er wieder lebendig werden nach der Opfer. Das heißt also, das, was Abraham ausgezeichnet hat, war ein ganz besonderer Glaube. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Das ist 1. Mose 22. Also wir reden eigentlich über den Römerbrief, wir reden über 1. Mose heute Morgen. Merkt ihr das, wie das zusammenhängt? Ja? Das heißt, Abraham hat geglaubt an die Auferstehung. Und wir glauben doch auch an die Auferstehung. Wir glauben daran, dass Gott, als er seinen Sohn geopfert hat, und Gott ist niemand in den Arm gefallen auf Golgatha, dass Gott diesen toten Jesus auch wieder auferweckt hat. Also haben wir ja einen Auferstehungsglauben, genau. Ja, dann glauben wir ja wie Abraham, genau. Ja, dann geht es ja um Glauben, genau. Es geht um den Gehorsam des Glaubens. Welchen Glauben? Hat den Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war, dass er nämlich geglaubt hat in der Auferstehung. Warum wird das bei euch für unmöglich geachtet, dass Gott die Toten auferweckt, sagt Paulus vom Hohen Rat, ja? Das heißt also, die Auferstehung, die findet man schon im Alten Testament. So unglaublich war das für die Juden nicht. Ja? Und das heißt also, Paulus will nicht Gesetz bringen, sondern Glauben. Er sagt, wir predigen euch das erfüllte Gesetz, das Gesetz, was in Christus erfüllt wurde, das Gesetz, was Gott erfüllt hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ja? Wie soll das ein Moslem glauben? Wie soll das ein Germane glauben? Da gehört Gottes Geist zu, ja? Und das ist das, wovon Paulus hier schreibt. Und wenn wir glauben an die Auferstehung, dann glauben wir wie Abraham. Wunderschön. Dann sind wir Abrahams Kinder. Ja? Gottes Zorn, wir lesen das noch zum Ende hier, dass wir es einfach vollständig haben. Gottes Zorn vom Himmel, sagt Paulus, wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Es geht um die Wahrheit und die Wahrheit ist eine Person, keine Philosophie. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Ja? Es geht um die Wahrheit, es geht um die Wirklichkeit, es geht um Tatsachen. Wir glauben nicht an irgendwas, wir glauben an eine Tatsache. Ich habe noch mal eine Frage. Du sagst ja, also die Juden sind nicht das Volk Gottes. Ja, das bleibt bei vielen im Gedächtnis so lange, ja? Okay. Ich sehe das ja auch so. Aber okay. Ich habe manchmal Schwierigkeiten mit der Verteidigung, weil die sehen natürlich viele anders. Mhm. Die sagen, nein, das ist eine ewige Bundesverheißung und die kann auch durch Rebellion nicht aufgelöst werden. Mhm. Ja, und da muss ich sagen, dem kann ich nicht richtig widersprechen. Wie kann man darauf antworten? Ja, ja, ja. Ja. Also der Bund vom Sinai war ein zweiseitiger Bund. Gott hat gesagt, wenn ihr das tut, werde ich euch. Ja? Wenn ihr das Gesetz haltet, dann sollt ihr leben. Der Bund vom Sinai war ein zweiseitiger Bund und der erforderte von den Bundesgenossen Gehorsam. Und jetzt wird es spannend. Der Bund mit Abraham war ein einseitiger Bund. Gott ging allein durch die Opfertiere. Abraham hat geschlafen bei dem Bund. Einen finsteren Schlaf. Der hat nämlich seine Sünden gesehen. Und als Abraham seine Sünden gewärtigen musste, hat Gott den Bund geschlossen. Das macht er mit euch auch. Unser Bund in Christus ist einseitig. Den hat Gott einseitig. Das ist ein großes Glück für uns, weil das Heilsgewissheit bedeutet. Das Heil ist gewiss. Nicht, weil ich mich so fühle, weil ich fühle mich mal so. Das Heil ist gewiss, weil Christus auferstanden ist und weil er diesen Bund einseitig geschlossen hat. Das heißt, wenn ich das so zusammenfasse, die Frage ist gut, ja? Wir können unseren Bund mit Christus nicht mehr auflösen. Das sage ich aber nur denen, die unter ihrer Sünde leiden. Einem hochmütigen Christen würde ich das nicht sagen. Dem würde ich sagen, tu Buß und kehr um. Ja? Aber wenn man unter der Sünde leidet oder wenn man Angst hat wegen seiner Heilsgewissheit, da würde ich immer sagen, der Bund ist einseitig in Christus. Ja? Und der Bund vom Sinai mit den Juden ist zweiseitig. Das heißt, wenn sie das Gesetz verlassen, haben sie keinen Bund mehr mit Gott. So würde ich antworten wollen. Ich weiß aber, dass das ist ein ganz... Und für mich hat es auch also Monate gedauert, bis ich mich da mal so halbwegs mit angefreundet habe mit dem Gedanken. Weil wir alle immer hören, dass Israel Gottes Volk ist. Und wenn jetzt natürlich einer kommt und sagt, Israel ist nicht Gottes Volk, dann kommst du in so eine ganz komische Ecke irgendwo rein. Ja? Und deswegen schränke ich da dann immer ein und sage, Israel war Gottes Volk und Israel wird auch wieder Gottes Volk werden. Aber jetzt ist es halt beiseite getan, weil sie Jesus nicht wollen. Ja? Und sie lösen diesen Bund auf. Also Jesus verbietet Ehescheidung, oder? Es gibt eine Ausnahme von dem Ehescheidungsverbot.
wenn der Ehepartner Ehebruch begangen hat. Ja? Das heißt also, Israel hat geistlichen Ehebruch begangen, da löst Gott seinen Bund auf. Das, also, und dieser Gedanke ist eigentlich, der dahinter steht. Israel hat den Bund, ich meine, sie nennen Jesus einen Dämon, er hat einen Dämon, ja, und sie beleidigen und lästern Gottes Sohn. Das tut Gott weher, als wenn man ihn selber beleidigt. Hören wir noch den Skandal, der da drin liegt? Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ja, genau. Ja. Natürlich. Ja, und sie sagen, er hat einen Dämon und er lügt und er verführt das Volk und ich weiß nicht, was alles. Und sie wussten ja, Nikodemus kommt und sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer. Niemand kann die Dinge tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also Nikodemus offenbart ja eigentlich, dass sie genau wussten, wer das ist. Und diesen Skandal, dass sie Jesus alles Liederliche heißen, das ist der Zerbruch des Stabes. Und dass wir Jesus alles Liederliche heißen, ist der Zerbruch des anderen Stabes. Und das ist eine schlimme Sünde eigentlich. Und deswegen, Israel wird wieder angenommen werden. Meine Frage ist nur die, auch an jeden Juden. Ich kenne viele Juden, also ich habe auch Geschäftsfreunde. Bin eingeladen von dem, muss man ja immer sagen in dem Zusammenhang. Ich habe einen Geschäftsfreund, der hat mich eingeladen auf seine Hochzeit nach Israel. Also ich kenne viele Juden auch persönlich. Und für mich ist immer die Frage, kannst du, Jude, denn wirklich nachweisen, dass du Jude bist? Denn ein Rabbiner hat gesagt, wir kennen unsere Großeltern vielleicht noch unsere Urgroßeltern, aber dann hört es ja auch schon auf. Und ob über die 2000 Jahre Diaspora nicht irgendwo zwischendrin mal eine Araberstute gewesen ist, das wissen wir nicht. Ich will nicht spotten, ich sage nur, das sagt der Rabbi und er hat ja recht. Das heißt also, Israel war nach 70 Jahren schon nicht mehr in der Lage, oder die Juden komplett ihren Stammbaum nachzuweisen. Und es gab ja Juden, die kamen aus der babylonischen Gefangenschaft und dann hatten die kein Geschlechtsregister mehr. Und dann haben die gesagt, ihr dürft nicht am Tempeldienst teilhaben, bis ein Priester kommt, der Licht und Recht hat. Ja? Das heißt, nach 70 Jahren waren schon die ersten Geschlechtsregister verloren gegangen. Wie sieht das denn nach 2000 Jahren aus? Kein Jude weiß wirklich, ob er Jude ist. Ich bitte euch. Und er muss das ja nicht mir beweisen, er muss sich das beweisen. Und der Rabbiner sagt, es geht nicht mehr. Welcher Jude hat denn noch ein Geschlechtsregister bis zurück in die Zeit des ersten oder zweiten Tempels? Dass wir uns beschneiden ließen, um Juden zu werden. Also das, ich glaube, das kann man noch. Kann man, aber die Juden wollen das eigentlich nicht. Ja, die wollen nicht, dass wir Juden werden, weil wir sind immer, wenn dann immer nur Juden zweiter Klasse. Die wollen, dass wir Noachiden werden, aber nicht Juden. Sollen wir in unsere Fragestunde übergehen? Bis 11 haben wir die, glaube ich, oder? Ne, bis 11:30, oder? Wir können ja so ein bisschen plaudern, oder? Ja, ja, das stimmt. Also der Bund, dass der Bund ewig hält, das sagt die Schrift, ja? Genau, und wenn die Entrückung gewesen ist und Jesus Christus sein Reich aufrichtet, dann wird ja auch wieder ein Tempel gebaut. Der ist ja in Hesekiel beschrieben, als Gebäude mit Abmessungen. Tempel 4, exakt, ja. Und in diesem Tempel wird auch Israel als Priesterschaft für die Völker dienen. Nach welchem Glauben? Nach einem Glauben wie im Alten Testament. Ich würde sagen, der alte Bund ist der Bund vom Sinai. Und der Abrahamsbund ist eigentlich ein ganz komischer Bund. Der Abrahamsbund ist ein helles Licht im Alten Testament, dessen Erfüllung im Neuen Testament erst ist. Also der Bund mit Abraham ist eigentlich eine prophetische Vorschattung auf das, was Gott auf Golgatha tun wollte. So muss man es eigentlich sagen. Also wenn man vom alten Bund spricht, ist es Sinai. Bund vom Sinai, ja. Ja, der Bund vom Sinai und des Priesters. Genau. Und das Priestertum ist das aaronitisch-levitische Priestertum. Und das kommt wieder im tausendjährigen Reich. Und Gott sagt ja, dass er zwei Drittel von Israel, dass zwei Drittel umkommen werden. Ein Drittel bleibt übrig und das letzte Drittel wird nochmal gereinigt und nochmal geläutert. Das heißt, da bleibt ein ganz kleiner Überrest Israels nur übrig. Und das mögen wirkliche Juden sein, von denen Gott weiß, dass die, ja, ohne Araberstute dazwischen, ja. Gott weiß es, ja. Und Gott wird das machen und raussuchen. Und so ist in vielen Dingen. Aber die Menschen versuchen halt immer da irgendwie reinzumengen, ja. Das Problem ist, dass Christenheit irgendwann auch irdisch gesinnt wird.
Ja, das fängt an, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, die treffen sich im Wohnzimmer und lesen die Bibel und freuen sich. Dann werden dann immer mehr. Da muss die Küche dazu, der Flur, und dann sagt man, wir mieten einen Raum an. Also mietet man einen Raum an, dafür macht man e.V. Dann braucht man einen Vorstand, braucht man einen Kassenwart, ja, dann baut man eine Kirche. Ja, dann baut man ein Krankenhaus dazu, weil man karitativ sein will. Und dann entsteht eine Maschine, die läuft. Und dann hat man plötzlich keine Brüder mehr, sondern Manager. Das ist aber immer dasselbe. Ja, und dann irgendwann fühlen sich Geschwister dafür nicht mehr wohl. Die sagen, wir gehen da raus und treffen uns wieder im Wohnzimmer. Und dann ist das Wohnzimmer so klein und dann braucht man einen Flur. Versteht ihr das? Und das geht seit 2000 Jahren immer so. Ja? Und die Halbwertszeit ist immer die gleiche. Und das endet immer damit, dass man irdisch gesinnt wird. Ja, dass man plötzlich eine Kaste hat, eine religiöse Kaste, eine religiöse Elite, eine theologische Elite. Und das war immer, immer dasselbe, ja, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Genau. Irgendwann ist das, was Paulus den Römern eigentlich auch so mitgeben wollte, ist dann irgendwann in verloren und Vergessenheit geraten. Ja. Und dann wird die Christenheit wieder irdisch gesinnt. Und bis sie irgendwann dann sagt, ja, der Tempel ist ja physisch, und die Beschneidung war ja nicht so schlecht, also auch Christen, auch aus hygienischen Gründen, ja. Und dann fangen sie an und werden, ja, es wird alles jüdisch. Das wird irdisch gesinnt. Da kommt die Flagge. Genau. Dann gibt es plötzlich heilige Handlungen, dann gibt es Segnungen, dann gibt es heilige Gegenstände. Hostien und, wie heißen diese Heiligtümer? Sakramente auch, ja. Religien, ich wollte Sakrilegien sagen, das darf man gar nicht sagen. Ne? Religien, ne? Ja? Also heilige Gegenstände, heilige Handlungen, heilige Orte. Das kennt die Bibel alles nicht. Ja? Das etabliert sich aber irgendwie so da rein. Kann man Menschen beschäftigen. Kannst du Menschen und auch Geld verdienen, Weihwasser. Ja? Und so entsteht das. Ja? Das ist aber ein ganz natürlicher Gang. Warum? Weil der Erdmagnetismus die Himmelsleute immer wieder runter auf die Erde zieht. Das Exakt. Ja, das kann man sehen, das kann man anfassen, das kann man schmecken, das kann man riechen, Weihrauch, das kann man hören. Ja. Mit allen Sinnen kann man ja. So, Evangelium für alle fünf Sinnen, aber nicht nur für den Geist. Ja. Der geistliche Mensch verhungert. Und der sagt, mir fehlt hier was. Und die Leute sagen, wieso, was fehlt dir denn? Wir haben doch alles. Ja. Also die Priesterschaft im tausendjährigen Reich ist, grob gesagt, wieder Israel. Ja, und da auch wieder eine spezielle Linie drin. Aber grob kann man sagen, dass Israel dann wieder Volk Gottes ist. Die Gemeinde ist entrückt. Israel ist Volk Gottes inmitten der Welt unter anderen Völkern. Und sind dann ein Licht für die Heiden. Ja? Und die Priester. Genau. Ja? Nehmen das aber jetzt nimmt das Judentum schon für sich in Anspruch und sagt, wir sind das Licht für die Heiden. Ja? Das wirkliche Licht für die Heiden ist Christus. Und wegen mir noch seine Gemeinde, aber an erster Stelle der Herr Jesus. Ja? Aber im tausendjährigen Reich ist Israel wieder Gottes Volk inmitten anderer Völker. Und die Völker ziehen rauf nach Jerusalem in diesen Tempel, um dort anzubeten. Wenn die das nicht tun, wird es nicht regnen über sie. Kriegen die keinen Gottes Segen. Ja? Das ist Theokratie. Genau. Ja. Wer ist dann Priester? Ihr. Wir sind dann Priester. Warum? Weil wir mit Christus herrschen sollen 1000 Jahre. Als königliches Priestertum. König und Priester. König ist der Melech und Priester ist der Zadok. Melech, Zadok, Melchisedek. Dann sind wir ja auch kleine Melchisedeks. Ja, wir sind Gesalbte und wir sollen mit Christus herrschen. Das heißt, er ist der ewige Melchisedek und die Gemeinde Jesu ist ja sein Leib. Dann sind wir ja, hört ihr, was da passiert? Man darf da ja gar nicht weiter nachdenken, was das bedeutet. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur, sagt Petrus. Ich kann jetzt nur ein paar Bibelstellen zitieren, ja? Nicht über die Schrift hinausdenken, aber wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Wir werden ihn sehen, wir ohne Mittlerschaft. Wir werden in Christus sein. Sie in mir und ich in dir, Vater, ja? Und ja, du in uns. Das wird in eins sein. Da gibt es keine Einsamkeit mehr. Das ist vollkommene Identität mit dem göttlichen Wesen unseres Vaters im Himmel. Das ist Paradies. Ja, das ist Paradies. Paulus sagt, was auf uns wartet, ist nicht wert. Leiden der Jetztzeit. Ja? Dass wir ihn sehen werden, dass wir bei ihm sein werden. Das heißt, im tausendjährigen Reich wird die Gemeinde Jesu mit Jesus zusammen Priesterschaft tun. Das heißt, Israel wird irdische Priesterschaft sein.
und wird einen Gottesdienst haben, der immer noch, Christus ist dann immer noch hoher Priester, ja, weil sein Priestertum ist ewig, das hört nicht mehr auf. Aber wir werden dann mit ihm, bei ihm sein. Das ist unglaublich, was da passiert. Wir haben am Frühstückstisch, dann hören wir vielleicht damit auf, sonst wird es zu viel. Am Frühstückstisch haben wir kurz davon gesprochen, ich weiß nicht, ob das nicht zu kompliziert ist. Also der Josef zum Beispiel, der war in Ägypten und der hat ganz Ägypten dem Pharao wieder leibeigen gemacht in dieser Hungersnot. Ja? Und dann sogar die ganze Welt, alle sind zum Pharao gezogen und alle wurden leibeigen. Und das ist ein Bild darauf, dass Christus die ganze Welt Gott unterwirft. Steht so geschrieben. Steht so geschrieben. Genau, ja, Korintherbrief, Hebräerbrief, ja. Das heißt also, Josef ist ein Bild auf Christus. Und jetzt steht in der Bibel, im Alten Testament, alle Welt wurde dem Pharao leibeigen. Nur die Priesterschaft war frei. Die Priesterschaft hatte ihr eigenes Auskommen. Die hatten eigenes Land, eigene Landgüter. Das heißt, alle Welt war leibeigen dem Pharao, aber die Priesterschaft, und die seid ihr, ihr seid frei in Christus. Und die ganze Welt wird ihre Knie beugen vor Christus, auf der Erde und unter der Erde und im Himmel. Alle werden ihre Knie beugen, wir auch. Und alle Welt wird bekennen, dass Christus der Herr sei. Und wir als Priesterschaft und als Gemeinde Jesu werden frei sein. Die ganze Welt wird Gott unterworfen werden. Das wird Gott, Christus wird als Zwingherr kommen, nicht mehr als Heiland, der die Welt hilft, sondern dann kommt er in Macht. Und dann, ja, und dem Teufel die Macht über die Welt zu entreißen, geht nur gewaltsam. Der Teufel gibt das niemals freiwillig ab. Wenn Christus kommt, der kommt in Gewalt und in Dynamis. Da gibt es keine Gnade, dann zieht er das voll durch. Er ist der Herr der Welt und er nimmt dem jetzigen König der Welt, nimmt er die Welt ab und das tut Christus mit Gewalt. Ja? Und dann wird er sein Reich aufrichten. Und in dem Josefsbild ist ein ganz wunderschönes Bild, dass alle dem Pharao leibeigen werden, aber die Priesterschaft war frei. Die wurden keine Leibeigenen. Herr Jesus, wir danken dir für all die Dinge, die du uns schenkst in deinem Wort und dass du uns einfach auch mehr und mehr sicher machst, dass wir gut aufgehoben sind bei dir, dass wir die Wahrheit gefunden haben in dir, dass wir die Erlösung gefunden haben, dass wir Friede finden dürfen in dem Werk auf Golgatha, auf das wir schauen sollen, an das wir glauben sollen, wie Abraham glauben dürfen. Danke, dass wir in dieser langen Reihe sind von Glaubensmenschen, dass wir auch sagen dürfen, wir glauben, hilf uns zum Unglauben. Danke, dass wir so die Zeit haben können, über dein Wort nachzudenken. Danke für die Geschwisterschaft, für die Freundschaft, die sein darf untereinander und für dein gutes Evangelium. Geh du auch mit allen nach Hause, die jetzt nach Hause fahren, bewahr du sie, segne auch uns, sozusagen bei uns auch beim Mittagessen. Danke für die guten Gaben, die wir haben dürfen aus dir und wir danken dir für alles, was du uns schenkst und für deine große Gnade und Freundlichkeit. Amen. Amen. Amen.